Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte in diesem kleinen Tutorial-Video erstmal erklären, wie man einen Bruch in eine Dezimalzahl umwandelt, beziehungsweise wie das anders geht. Angenommen, wir haben einfach mal eine 0,75 und die möchten wir dann gerne in einen Bruch umwandeln und wir wissen nicht, dass es 3 Viertel sind. Dann gehen wir auf Math, wie Mathe. Und dann haben wir hier bei der 1 und bei der 2 haben wir dann schon, was wir wollen. Wir haben dann, einen Moment. Ich möchte gerne immer mitschreiben, denn manchmal bin ich zu schnell. Wir haben entweder die 1, da haben wir dann Frac. Oder bei der 2, da haben wir dann DEC. Und dann lässt sich schon mal ziemlich leicht erraten, dieses DEC, das ist die Dezimalzahl. Und Frac ist der Bruch. So, da wir eine 0,75 haben, möchten wir jetzt gerne den Bruch haben. Dann sieht das so aus: 0,75, dann dieses dreieckige Pfeil-Dingsbums, dieses Frac. Und dann haben wir daraus 3 Viertel bekommen. Das könnte ziemlich interessant sein, wenn wir uns mal eine größere Zahl ansehen, bei der wir jetzt gar nicht so genau wissen, was das ist. Wenn wir das haben. Gut, man kann es natürlich auch einfach rechnen. Genau, bei Brüchen kann man einfach rechnen. Das ist mir jetzt ganz entfallen. Wir haben hier einen Bruch. Wir haben nämlich 574.125 999. Das ist natürlich einfach nur eine Teilaufgabe. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Aber angenommen, wir hätten jetzt. Ja, eigentlich braucht man nur Frac. Wozu braucht man denn dann Dezimal? Wenn wir jetzt hier sowas haben, kann man es ja eigentlich einfach ausrechnen. Wenn wir jetzt hier einfach mal testweise auf DEC gehen, dann haben wir auch das Ergebnis raus, nehme ich mal an. Gut, wie ihr seht, Brüche teilt man einfach. Dieses DEC braucht man wahrscheinlich nur, wenn man ein Ergebnis heraus hat, das aus einer längeren und komplizierteren Aufgabe ist. Aber im Grunde ist diese Aufgabe, um das Ganze hier mal in Brüche zu machen, das ist eigentlich eine sehr gute Funktion, wenn man denn Zahlen eingibt, die auch wirklich als Brüche existieren. Das tut mir jetzt sehr leid, dass ich hier so einen Müll eingebe. Angenommen, wir nehmen jetzt mal 0,142857142857142857. Und das möchten wir jetzt mal als Bruch haben. Dann kommt da ein Siebtel raus. Wenn wir jetzt 0,2 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4 haben, kann man da dann natürlich auch wieder ein bisschen rumspielen, den Bruch nehmen und dann sieht man, dass es 2 Siebtel sind. So, das war es jetzt schon, wie es funktioniert. Ihr klickt erst auf Math und dann Frac für Bruch und DEC für die Dezimalzahl, aber das empfehle ich euch nicht. Das ist nämlich zu aufwendig, das braucht man nur bei längeren Aufgaben, bei den Ergebnissen und da kann man dann wahrscheinlich auch schon die Brüche gebrauchen. Ja, dann war es das zu diesem Video. Ich konnte mal wieder mit meiner Lieblingsaufgabe irgendwas durch 7 zu teilen angeben, beziehungsweise 1 durch 7 zu teilen. Dazu mache ich jetzt einfach im Anschluss noch ein Video. So, zu diesem Video war es das. Ich bereite jetzt mal alles vor für mein 7er Special Video. Und Fragen, Lob, Kritik und Anregungen schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Und wenn Themenwünsche oder vielleicht auch irgendwas anderes ist, so wie Probleme mit diesem Taschenrechner-Monstrum, dann schreibt es mir bitte auf die Facebook-Seite.